Wir machen gleich Kirschessig selbst. Zusammen mit einem Essighersteller, der sogar Preise für seine Ware bekommt. Jürgen Katzenmeier aus dem Odenwald ist der Essigexperte. Jürgen Katzenmeier hat 150 Kilo Roma-Tomaten von einem befreundeten Bauern gekauft und bereitet sie vor für seine Essiggärung. Super, so stelle ich mir das vor. Schön fruchtig, vollreif, süß, nicht diese übliche Tomatenspitze, Schärfe, sondern wirklich vollreif. Und man kann den fertigen Tomatenessig schon erahnen. Zuerst stellt Jürgen Katzenmeier eine Tomatenmeische her mit Hefe. Die gärt ca. 8 Wochen zu Wein. Wenn sich genug Alkohol gebildet hat, müssen in der zweiten Gärung Essigbakterien ran. Die gewinnt Jürgen Katzenmeier aus einer bestehenden Essigessenz. Die kleinen Tierchen fallen jetzt über den Alkohol im Gärungsbehälter her und brauchen genau die richtige Menge an Wärme und Luft, um aus dem Wein Essig zu machen. Nicht ganz einfach das Ganze. Jürgen Katzenmeier stellt auch aus seinen eigenen Gartenprodukten Essig her. Ein umgekippter Apfelwein hat ihn vor Jahren auf die Idee gebracht. Zu dem Apfelweinessig sind unterdessen 10 verschiedene Sorten dazugekommen. Und mit dem Tomatenessig hat Katzenmeier den Vogel abgeschossen. 25 Fachleute haben ihn bei einer Verkostung in Kärnten zum besten deutschen Essig gekürt. Oder besser, geschmeckt. Wenn Sie das ganze Jahr über mit dem Obst leben im Prinzip, ja, die Bäume blühen sehen oder die Sträucher blühen sehen, dann sehen wir, wie die Früchte wachsen. Dann entwickelt sich eine Beziehung und daraus dann am Ende ein Gericht zu entwickeln und das zu servieren, das macht einfach viel Freude. Also das kann man mit einem industriellen Produkt niemals erreichen. Super lecker finden auch die Gäste der Katzenmeiers. Die kreativen Essigrezepte aus dem Odenwald sind eine kulinarische Überraschung. Man schmeckt so ein bisschen diese Umgebung. Es ist ja alles hier gemacht und entsteht hier. Und das ist, glaube ich, was man so als ganz besonders empfindet. Und den Essig kann man natürlich auch kaufen, die Flasche zwischen 6 und 9 Euro. Die Inspiration für ein eigenes Rezept ist kostenlos. Und hier ist er, ganz herzlich willkommen, Jürgen Katzenmeier. Schön, dass Sie da sind, Herr Katzenmeier. Von der Essigmanufaktur zur Freiheit in Reichelsheim im Odenwald. Und wir werden gleich gemeinsam einen Sommeressig machen, einen Kirschessig. Sie haben uns auch schon was mitgebracht. Sollen wir mal probieren? Ich bin so gespannt, wie das schmeckt. Genau. Klingt einfach toll, oder? Es ist ja jetzt auch Kirschenzeit, Kirschhochsaison. Genau. Und daraus einen Essig zu machen. Ich bin eh ein Essig-Fan, Sie natürlich auch. Das sollen wir mal mit dem Löffel Kirschenessig, rein? Genau. Ja. Was erwartet mich? Beschreiben Sie mal, was mich erwartet und dann sage ich, ob ich das auch schmecke. Okay, also das eine ist, die Kirsche ist natürlich eine sehr würzige Frucht. Selbst wenn man frische Kirschen isst, da hat man zwar noch den Zucker dabei, der fehlt beim Essig. Der ist vergoren zu Alkohol und dann später zu Essigsäure. Mhm. Aber das Würzige von der Kirsche ist noch drin und das schmecken Sie. Und was Sie schmecken am Anfang, natürlich auch die Essigsäure, die hat einen ganz speziellen Geschmack. Mhm. Der ist immer gleich, aber Sie schmecken... Oh. Ja. Ganz schön sauer, ne? Es ist süßer. Nein, es ist Essig, es ist kein Balsamico. Okay. Genau. Es ist Essig und Essig ist ja auch in der Küche genau dazu gemacht. Schmeckt die Kirsche aber auch, ist wirklich lecker. Ja. Mhm. Zum Säuern, deswegen hat man früher Essig gemacht. Also wir haben heute eine Verbrauchererwartung, dass Essig süß ist. Ja. Ja, wenn meine Oma, die ist vor 30 Jahren gestorben, die würde lachen und sagen, Essig ist sauer. Der war früher einfach nur sauer. Es gab keinen süßen Essig. Ja. Heute ist es etwas anders. Essig kann ich ja nicht nur als Salatdressing zubereiten zum Salat. Wo kommt Essig noch ganz kurz raus in der Küche? Klassische Sachen sind zum Säuern von auch schwer verdauerlichen Speisen oder auch für zähe Fleischstücke auch zum Marinieren. Also Marinaden beim Sauerbraten ist eine ganz klassische Sache. Saure Rädle, also dass man auch zu Innereien saure Niere einen Schluck Essig dran macht, um das einfach leichter verdaulich zu machen. Sie haben, wir haben es ja eben im Film gesehen, Herr Katzenmeier, sehr, sehr viele unterschiedliche Essigsorten. Sie können es ja mal so ein bisschen beschreiben, was geeignet ist. Was haben Sie für Sorten? Oh, klassisch, ganz klassisch bei uns im Odenwald natürlich Apfelessig. Hier, ne? Nee, Entschuldigung, das ist eine Essigessenz. Das ist ganz was anderes. Wir haben hier vorne haben wir verschiedene Essige. Ja, von hinten sieht man das so schlecht, ne? Weil man es vorne nicht lesen kann. Nee. Wir haben vorne verschiedene Essige mitgebracht. Was das Spezielle an diesen Essigen ist, das sind reine Gärungsessige.
Das heißt, sie sind grundsätzlich aus der reinen Frucht. Die Frucht wird gekeltert, der Saft wird zu Wein vergoren und dieser Wein wiederum zu einem Essig oxidiert, vergoren. Dann kennen wir, Sie haben es auch schon gesagt, Aceto. Genau. Was ist das? Das ist doch auch Essig, oder das, nicht? Das, was wir jetzt hier stehen haben, sind zwei verschiedene Balsamessige, also Aceto Balsamico. Dürfen wir auch probieren, oder? Gerne, gerne. Was ist das für ein Aceto? Das ist ein sogenannter Industriebalsamico. Das heißt, es ist eigentlich eine Mischung aus einem Weinessig, einem konzentrierten Traubensaft. Und das ist ziemlich viel, da werden Sie nicht so viel Freude mit haben. Okay, wie werde ich im Moment? Ja. Und Zuckercouleur. Da ist einfach nur Zuckercouleur drin. Mhm. Sie sehen ja bei den beiden Essigen, die Farbe ist gleich. Wobei bei dem, bei diesem hier die Farbe ausschließlich von dem Zuckercouleur kommt. Und das andere ist der traditionale. Das ist im Prinzip ein ganz hochwertiges Produkt. Die Flasche hier kostet 50 Euro. Also, so viel? Warum? Ja, ja. Einmal die Herstellungsweise und zum anderen die Lagerung. Also dieser ist der jüngste im Handel gekommene und der ist 12 Jahre alt. Und es gibt noch ein extra Vecchio mit 25 Jahren. Genau. Und mit Essig kann man auch putzen. Genau. Und das ist die Essigessenz. Damit kann man wunderbar entkalken, putzen und so weiter. Dafür ist sie gedacht. Mir erzählen ab und zu mal Menschen, dass sie ihren wunderbaren Himbeeressig mit Essigessenz ansetzen. Da denke ich, eure schönen Himbeeren aus dem Garten. Und dann nehmt ihr Essigessenz. Essigessenz ist rein chemisch hergestellt. Zum Putzen wunderbar, aber es ist eigentlich kein Lebensmittel. Ja. Wir haben ja die wunderbare Idee, Ihnen heute zu zeigen, wie Sie Essig auch selbst zu Hause anlegen können, also genau. Kirschessig. Und beschreiben Sie doch mal ein paar Schritte, wie das geht. Wir werden dann in der zweiten Stunde weitermachen. Genau. Was wären die ersten? Also Kirsche ist natürlich jetzt aktuell reif. Ja, wir haben, vielleicht hat der eine oder andere das Problem, der Kirschbaum hängt rappelvoll. Und was mache ich mit meinen Kirschen? Kirsche ist ganz, ganz einfach zu machen. Sie zerkleinern die Kirschen. Also erst waschen, entstielen, ganz wichtig. Die Stiele geben einen speziellen Geschmack ab. Das schmeckt dann so grün. Waschen, entstielen und dann in so eine Küchenmaschine. Und hier ist ganz wichtig, dass man einen Kunststoffmesser reinmacht. Also kein Metallmesser. Die Metallmesser würden die Kerne zerschlagen und dann würde zu viel Blausäure frei werden. Also die Kerne, die sind noch ganz, ja? Die Kerne sind ganz, genau. Mhm. Ah ja, hier sieht man es auch, ne? Genau. Das ist ganz entscheidend. Das wird schön zerkleinert. Dann kommt es. Sekunde. Dann macht man das in so ein Fass, schraubt einen Deckel drauf und auf den Deckel kommt dieser sogenannte Gärspund. Wo kriege ich das denn her? Ja, im Internet, im Kellereifachhandel. Also okay, das ist, muss man einfach auch im Landhandel bestellen, so wie beim Bierbrauen auch. Braucht man halt ein bisschen Ausrüstung. Ja, aber die Fässer sind nicht so teuer. Und wenn Sie dann einen schönen Kirschessig haben, das lohnt sich. Ja, nee, ich will ja einfach nur wissen, woher es kommt. Ja, genau. ja, Wein oder Brauereifachhandel. Okay, und dann, wie geht's dann? Werden einfach die Kirschen eingefüllt bis ungefähr zu dieser Höhe. Ja. Und es fängt von alleine an zu gären. Das ist das Schöne bei Kirschen. Kirschen haben genügend Zucker. Das heißt, es entsteht auch genügend Alkohol und man kann Hefe dazufügen, muss aber nicht, bei Kirschen geht das schon. Dann lagern Sie das Ganze. Wie lange? Ungefähr 4 Wochen, sowas in der Art. Unter 20 Grad, nicht zu warm. Wenn es zu warm ist, gehen die ganzen Aromen oben zu dem Gärröhrchen raus. Hier in das Gärröhrchen kommt Wasser rein, damit die Essigfliege nicht rein kann, aber das entstehende CO2, also Kohlendioxid, entweichen kann, sonst wird das Fass platzen. Und dann 4 Wochen später, da, Magie, Vier Wochen später haben Sie ein Kirschwein. Ah. Einen Kirschwein. Dann müssen Sie es noch, diese Steine und das Fruchtfleisch noch irgendwie pressen, vielleicht durch ein Tuch drücken oder sowas. Und dann haben Sie einen Kirschwein, der allerdings nicht süß ist. Das ist kein Wein, den man daheim am schönen Abend trinkt, sondern der ist richtig trocken, da ist kein Zucker mehr drin. Wo trinkt man den dann, wenn ich den nicht abends trinken soll? Sie wollen ja Essig machen. Stimmt. Ah, okay, das ist nur der Zwischenschritt und dann geht's weiter. Den Wein ignorieren wir und dann kommt der Essig. Genau. Ja, den zweiten Schritt, den erklären wir dann in der zweiten Stunde, okay? Wir werden Ihnen auch noch zeigen, wie Sie aus diesem Kirschessig ein tolles, ein perfektes Dressing hinbekommen. Ja, Dressing ist eigentlich das A und das O beim Salat, finde ich, ne?
Internet gibt es verschiedene Anbieter. Wichtig ist beim Ansatz der Essigmutter, dass wir nicht zu viel Wein hinzufügen. Also das sind jetzt 100 Milliliter Essigmutter und genauso viel Wein kippe ich jetzt dazu. Jetzt mache ich das Ganze mit einem Tuch, verschließe ich das, mache einen Gummiring drum, damit keine Essigfliegen da dran kommen, auch hier wieder. Und das muss jetzt an einen warmen Ort. Also 25, 28 Grad ist jetzt im Sommer überhaupt kein Problem, obwohl momentan... Doch, im Moment schon. Momentan, genau. Wir schaffen nur 19. Aber es wird wieder wärmer, ich glaube ganz fest daran. Und nach ein paar Tagen fängt es an, nach Klebstoff zu riechen. Und dann? Und dann ist es das Zeichen, dass die Essigbakterien ihre Arbeit aufgenommen haben. Das ist Acetaldehyd, das ist ein Zwischenschritt zwischen Alkohol und Essigsäure. Und dann bindet sich irgendwann auch eine kleine gallertartige Schicht obendrauf. Und das ist die Essigmutter, die habe ich hier. So sieht das dann aus? Nein, das ist jetzt ganz, ganz viel. Normalerweise schwimmt von diesem Material nur ganz wenig obendrauf. Okay, und dann? Das ist einfach nur ganz viel. Ganz wenig. Und wenn es irgendwann nicht mehr nach Klebstoff riecht, dann ist es fertig. Aber Sie wollen ja nicht nur 100 Milliliter, sondern Sie wollen mehr. Und das heißt, Sie füllen jede Woche einfach noch mal so 50 Milliliter dazu, bis das Glas soweit voll ist. Sie können es dann auch in ein anderes Glas. Von dem Essigwein, was ich vorher angesetzt habe. Genau, ne? Von dem Kirschwein. Ja. Sie können auch einen großen Ballon oder so wie das machen. Irgendwann ist es voll, die Essigmutter schwimmt oben drauf. Mhm. Es riecht nicht mehr nach Klebstoff. Der Essig ist fertig. Sie können kann es auch mal probieren. Schnuppern? Das riecht nach Essig. Das ist ein Birnen. Die Essigmutter ist von Birne. Riecht lecker, ehrlich gesagt. Ja, der ist auch gut. Jetzt schon kein Klebstoffgeruch mehr. Ja, dran. Genau. Genau. Sieht nur so ein bisschen aus wie Klebstoff, ne? Es ist Zellulose eigentlich. Ja, gut, aber genau. Es riecht ja lecker. Ja. Sehr schön. Ja, warum macht eigentlich nicht jeder seinen eigenen Essig? Es ist ja kein Hexenwerk, ne? Ja, probieren Sie es aus und Sie werden merken, man kann sehr viel richtig, aber noch mehr falsch machen. Also okay, deswegen gibt es Experten wie Sie, ne? Genau. Die das so richtig bis zur Perfektion beherrschen, viele tolle verschiedene Essigsorten im Sortiment haben und Sie sind natürlich auch der Vinaigrette-König. Vinaigrette ist? Vinaigrette aus dem Französischen, Vinaigre, saurer Wein. Und der Vinaigrette ist schlicht und ergreifend Essig mit Öl. Man kann ein paar Zwiebeln hinzufügen, man kann Senf hinzufügen, man kann Salz und Pfeffer gehört dazu. Machen wir mal. Wir zeigen mal, wie so eine richtige Chef-Vinaigrette funktioniert. Ganz wichtig bei der Vinaigrette, also ich mache jetzt ein paar Zwiebeln dazu. Das sind rote Zwiebeln, wir haben einen roten Essig. Passt farblich. Passt farblich wunderbar. Wenn wir weiße nehmen würden, die würden eh roten werden, weil wir ja roten Essig haben. Ne? Genau. Richtig? Etwas Salz. Ups. Etwas Salz. Und ganz wichtig, zuerst den Essig zufügen und das Salz auflösen in dem Essig. Also nicht das Öl zufügen, bevor das Salz aufgelöst ist. Weil sich das Salz im Öl nicht mehr gut auflöst. Mmh. So, wir sehen jetzt noch ein paar Salzkörner. So, das dürfte soweit in Ordnung sein. Und jetzt machen wir das Öl dazu. Klassisch, als ich meine Kochlehre gemacht habe, wurde noch gesagt, ein Teil Essig, drei Teile Öl. Und jetzt? Leben wir natürlich in einer stark figurbewussten Zeit. Und zum anderen ist es auch ein ganz hochwertiges Öl, da braucht man nicht mehr so viel. Und der Essig ist natürlich auch mild. Also 1:1 oder welches Verhältnis? Ich habe jetzt 1:1, genau. Mhm. Und wir haben noch die Möglichkeit, den später zu süßen. Das heißt, mit Zucker kann man die Säure dann auch wieder binden. Und was Sie jetzt sehen, ist, dass das Ganze emulgiert. Also Sie sehen, dass das Ganze eine Verbindung eingeht. Und das ist wichtig. Das wird so ein bisschen dickflüssiger, ne? Genau, das wird dickflüssiger und das ist entscheidend bei der Vinaigrette. Ja, also perfekt zum sommerlichen Salat, ja? Genau. So ein toller, grüner, knackiger Salat zum Beispiel. So. Ja? Genau. Sollen wir ich mal probieren? Mal eine Sekunde. Ja, genau. Sind Sie so nett? Bring mir einen mit. Ja. Ich mich auch gerne. Also die ist jetzt noch nicht abgeschmeckt. Also da würde ich gerne, damit wir das vermeiden, was vorhin passiert ist. Ja doch. Ja? Ja. Probieren Sie mal. Genau, nicht so viel. Wir brauchen nichts mehr, die ist perfekt. Kann man so schön lassen? Rund, kann man auf jeden Fall so lassen. Gut. Und dann mache ich einfach mal zwei Salate an. Einmal haben wir diese fertige Vinaigrette, die ich gerade eben gemacht habe. Und zum anderen haben wir uns gedacht,
wenn man mal keine Zeit und keine Lust hat, Zwiebeln zu schneiden. Soll ich sie mal drauf machen? Ja, gerne, können Sie machen. Hm. Weiß nicht, ob sie alles. Ja, genau. Nee, alles nicht, ne? Das wäre sonst zu viel. Haben wir uns gedacht, wenn man mal keine Zeit und keine Lust hat oder wenn man was Neues ausprobieren will, machen wir unsere Dressings jetzt auch selbst. Fix und fertig. Und da sind als Bindemittel einfach noch ein paar frische Kirschen drin. Und das macht das Ganze natürlich fruchtiger. Noch ein bisschen fruchtiger und bindet auch die Säure ein bisschen besser ein. Und man braucht nur ganz, ganz wenig. Sie sehen, das langt schon, das bisschen, was ich da dran gemacht habe, langt schon, um diesen Salat anzumachen. Das ist natürlich farblich auch richtig toll. Also man sieht schon, da ist was Besonderes drin in dem Dressing, ne? So. Wie haben Sie sich Ihr Wissen denn so angeeignet? Also klar, starkes Interesse muss vorhanden sein. Ja, durch ganz viele Fehler machen. Ja. Also die Ursprungsidee war, ich brauche einen guten Essig, ich wollte ja einen guten Senf machen. Mhm. Eben, und darum ging es nämlich ursprünglich, ne? Um den Senf. Genau, wir haben in unserem Gasthaus regional gekocht von Anfang an. Und ich habe dann irgendwann in der Küche gestanden, habe Rouladen mit mittelscharfem Senf bestrichen und dachte, naja, das geht auch besser. Und dann war die Idee, wir brauchen einen guten Senf und für einen guten Senf braucht man guten Essig. Apfelessig hatten wir früher schon immer, das war der umgekippte Apfelwein vom Vorjahr. Und dann fing ich einfach mit der Essigproduktion an. Der Apfelsenf war dann auch der erste. Danach kamen dann mit den anderen Essigen dann auch neue Senfkreationen. Also der Senf hat sie zum Essig geführt. Das ist mal eine schöne Geschichte. Und durch viele, viele Fehler wurden sie eben der perfekte Essigkreateur. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Dabei. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Seite. Und wie ist unsere Vinaigrette? Lecker, echt lecker. Dankeschön. Sehr gut. Also alle glücklich. Vielen, vielen Dank an Sie alle. Morgen, liebe Zuschauer, geht es um das Schlitzerländer Trachtenfest. Ab Freitag wird 4 Tage lang gefeiert. Ich hoffe, Sie sind morgen wieder dabei um 16 Uhr in Hallo Hessen. Und jetzt erstmal einen schönen Abend. Tschüss.